Wie schön, dass die Judith, wo ist die in den Bergen? Ah ne, das ist Timmendorfer Strand. Oh, Maisfeld ist fertig, kann ich abernten, kann ich Pizza backen. 50 Punkte. Oh, was ist das für ein Typ? Wie heißt der? Johannes. Mhm. Schicker Pelz. Was trägt der? Oh, yummy, yummy. Was hat er gepostet hier? Heuschrecken und Honig. Lecker, lecker, lecker. Seltsamer Typ. Oh, jetzt hat er was geschrieben. Es kommt einer, der nach mir kommt und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhe zubinde. Hashtag Jesus. Jesus, wer ist das? Jesus, 30 Jahre alt, Zimmermann aus Nazareth, keine Follower. Pff. Keine Follower. Oh. Simon und Andreas folgen Jesus. Johannes und Jakobus folgen Jesus. Judas, Natale, na nun geht's aber los. Nun geht's los. Der See Genezareth, das Galiläische Meer. Eines Tages ging Jesus an das Ufer dieses Sees, früh am Morgen. Er wollte allein sein. Gestern war ein anstrengender Tag. Er war in der Synagoge, er hat gepredigt, er hat Leute geheilt. Und nun brauchte er Zeit für sich. Zeit für sich und seinen Gott. Aber er blieb nicht lange alleine. Ja, das ist er doch. Das ist er doch, dieser Jesus. Ja, 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 ja. Der war in der Synagoge gestern Abend. Das war super, hat er gepredigt, ganz vollmächtig, war sehr gut. Und dann hat er noch hier die Geister ausgetrieben. Oh, das war auch schön. Und dann ist er noch mit so einem Simon in sein Haus. Die Schwiegermutter, die hatte tiefes, hohes Fieber hatte die. Und dann hat er die geheilt. Ja, die ist jetzt gesund. Und dann kamen die ganzen Dörfler, die kamen alle mit ihren Kranken und Gebrechlichen. Mitten in der Nacht. Und was soll man sagen? Die sind auch alle gesund. Ja, das ist ja dieser Jesus. Oh, toll. Ach, was der wohl wieder erzählen wird. So blieb er nicht lange alleine. Die Leute haben ihn schnell entdeckt. Und sie wollten wieder hören, was Jesus sagt. Und was Jesus von Gott erzählt. Am Ufer des Sees waren zwei Fischerboote. Die Fischer flickten ihre Netze. Jesus stieg in das eine Boot, das gehörte Simon. Den kannte er schon von gestern Abend. Und er sagte zu ihm, fahre mich ein wenig hinaus und ich will sie lehren. Und er lehrte sie. Und dann sprach er zu Simon direkt. Simon, fahrt nochmal hinaus auf den See und werft eure Netze aus zum Fang. Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort, also wenn du es sagst, dann werden wir es tun. Und sie fuhren auf den See und sie fingen viele Fische. Oh, oh, so viele Fische. Oh, das ist ja Wahnsinn. Jakobus, Johannes, wir brauchen noch mal Verstärkung. Ihr müsst noch mal mit rausfahren. So viele Fische. Oh, das ist ja Wahnsinn. Die Netze, sie reißen. Oh, 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 oh.
Und Simon sagte: Meister, ich bin nicht wert, dass du hier mit mir in einem Boot sitzt. Ich bin ein Sünder. Ich habe dir nicht geglaubt. Und jetzt die ganze... Geh hinweg von mir. Und Jesus sprach: Fürchte dich nicht. Folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und sie folgten ihm nach und verließen ihre Netze. Was? Sie verließen ihre Netze? Alle? Auch die Sozialen? Ich meine, mein ganzes Leben ist hier drin. Das ist doch alles da. Hier meine ganzen Freunde. Genau das ist hier die Judith. Und hier die ja, das ist, die sind doch alle dran. Hier die ganzen Selfies. Mein ganzes Leben. Ich habe doch so viele Fotos gemacht. 25.000 Ding. Das ganze Ding ist voll mit mir selbst. Das kann ich doch nicht einfach so verlassen. Und überhaupt, ich will auch nicht gefangen werden. Ich meine, ich will nicht gefangen werden mit so einem Fischkutter. Und dann wird man an Bord geschmissen und dann kriegt man eine Keule über den Kopf. Und dann wird man filetiert und dann endet man als Fischstäbchen. Ich bin doch kein Fisch, ich bin doch ein Mensch. Aber auch als Mensch will ich nicht gefangen werden. Nein, auf keinen Fall. Ich möchte ja nicht eingefangen werden mit irgendwelchen Netzen. Ich möchte ja selber entscheiden, wo ich hinschwimmen möchte und was ich entscheiden kann. Und ich habe doch ein eigenes... Also Moment mal, wer ist denn eigentlich? Wer ist denn hier verantwortlich für diese Art von Fischmethodik? Wer ist denn Kapitän von Ihrem Kutter? Das ist Jesus. Gottes Sohn, der kennt mich und er liebt mich und er will mir Gutes und er hat andere Fischmethoden. Was hat denn der für Fischmethoden? Der fischt vielleicht ganz anders. Nicht so mit einem Schleppnetz, der fischt vielleicht vorsichtiger. Kennt ihr diese kleinen japanischen Karpfen, Koi-Karpfen, die sind wahnsinnig teuer. Also wenn da einer mal krank ist, da fischt man den ganz vorsichtig heraus. Und dann hat man den endlich, jetzt ist er nicht mal weggezappelt, jetzt habe ich ihn. Und dann schaut man, dass es ihm gut geht. Und dann tue ich ihn in ein anderes Wasser, in einen anderen Teich mit besserem Wasser. Einen größeren Teich, einen schöneren Teich, vielleicht sogar einen ganzen See, einen großen, wunderbaren See oder einen Fluss. Und er schlängelt sich durchs ganze Land und er wird immer größer und breiter und er geht in ein Meer, in ein großes, schönes, tosendes, wogendes, glitzerndes Meer mit Korallen und mit unglaublichen Tieren. Simon und Andreas, die wussten, wie man Fische fängt. Das konnten sie gut. Und jetzt sollen sie Menschen gewinnen. Wie macht man das? Und Jesus zeigt ihnen das. Jesus nimmt sie mit. Er sagt zu ihnen: Ich will euch zu Menschenfischern machen. Nicht ihr seid das schon. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und er zeigt ihnen 3 Jahre lang, wie das funktioniert. Und sie lernen so viel. Jesus ist überhaupt ein ziemlich guter Menschenfischer. Der schmeißt den Leuten andauernd irgendwelche Rettungsringe zu, weil er sie liebt und weil er sie kennt und weil er niemanden verloren gibt. Freundschaftsanfrage von Jesus. Akzeptieren oder ablehnen? Akzeptieren. Du bist jetzt Freund von Jesus. Möchtest du folgen? Ja. Du bist jetzt Follower von Jesus. Mein gleich die Glocke. Nachrichten von Jesus Priorität. Ah.
Dankeschön.